von Gus und Geko. Dieser Vortrag wird von Englisch nach Deutsch übersetzt, von Jörn und Franz T. Feedback bitte unter dem Hashtag C3Lingo auf Twitter oder Mastodon. Wir hoffen, euch gefällt der Talk. Unsere nächsten Vortragende sind Gus und Geko vom Tor-Projekt. Und sie sind bereits sehr lange an diesem Projekt beteiligt. Gus war der Gemeinschaftsleiter und Geko ist der Teamleiter mit einem Fokus auf Relays. Eine große Runde Applaus für die beiden und willkommen auf der Bühne. Wir sind sehr glücklich, hier sein zu können beim CCC. Wir reden darüber, was wir machen, ein Update, das wir im letzten Jahr gemacht haben, was wir im nächsten Jahr machen wollen, was das Jahr in der Arbeit ist. Wir vermuten, dass es ein paar Leute im Vortrag gibt, die sich wundern, was dieses Tor ist. Wenn ihr wissen wollt, Tor ist ein Online-Anonymisierungs- und Censorship-Umgehungswerkzeug. Es ist Open Source Software. Wir sind haben ein offenes Netzwerk von Relays, die von Freiwilligen betrieben wird. Und das ist nicht das Einzige, was Tor bedeutet, wie man findet. Gesellschaft von Benutzern und Forschern und Betreibern. Das Projekt sind wir eine amerikanische 501c3 nicht profitorientierte Organisation, der gemeinnützige Organisation. Und das sind die unterschiedlichen Meinungen von Tor, über die wir hier reden können. Was ist das Design von Tor? Was ist das Konzept, wie wird die Anonymisierung realisiert? Wir haben hier zwei Personen, die miteinander kommunizieren wollen, zwei Gruppen, zwei Identitäten, und Alice möchte ihre Lokalität und ihre IP-Adresse verstecken. Deswegen können sie sich nicht direkt mit Bob verbinden, weil dann klar wäre, wo sie herkommt. Und darum schicken sie ihren Nachrichten über mehrere Relays oder Wiederholstationen. Und das bedeutet, dass keine einzelne Wiederholungsstation weiß, was sie macht, mit wem sie kommuniziert und wo sie herkommt. Und das Tor-Client auf ihrer eigenen Maschine nimmt einen Weg durch dieses Netzwerk, drei Relays oder drei Wiederholungsstationen, in diesem Fall R1, R2 und R3, bevor sie Bob erreicht. Und das sieht ungefähr so aus. Und dann am Ende fragt Alice, die ist das letzte Relay oder die letzte Wiederholungsstation, R3, sich mit Bob zu verbinden. Und dann können sie miteinander kommunizieren. Das ist das grundlegende Konzept, wie Tor funktioniert. Und da gibt es das Problem, was wir manchmal sehen, wenn in der echten Welt Leute Informationen zensieren oder Seiten zensieren, kann sein, dass Alice ein Problem hat, das Tor-Netzwerk zu erreichen, und dann kann sie die Privatsphären-Eigenschaften nicht benutzen. Und in diesem Fall ist die direkte Verbindung durch die Cloud oben mit den ganzen öffentlichen Relays funktioniert nicht. Und was Alice machen muss, ist, sie verbindet mit Brücken, das sind nicht öffentliche Wiederholstationen. Und das ist quasi der erste Hop, und dann nimmt sie die üblichen zwei weiteren Hops, bis sie Bob erreicht. Das ist eine grundlegende Idee, wie Tor versucht, Zensur zu verhindern oder Zensur zu umgehen. Und das wird jetzt auch in den nächsten Folien eine große Rolle spielen, wie wir diese Antizensierungswerkzeuge benutzen. Oder wie Tor als Antizensierungswerkzeug benutzt werden kann. Es gibt noch viele weitere Projekte, aber das ist so grundlegend das, was man verstehen muss, um die ganzen Updates, über die wir jetzt reden, verstehen zu können. Sie versuchen,
ursprünglich Datenschutz auf der Netzwerkschicht zu realisieren. Aber wir wissen, die Browser sind große Dinge und das reicht einfach nicht mehr, um sicherzustellen, dass wir eine existierende Privatsphäre haben. Die ganzen Sachen, die Nachverfolgungsmethodiken, die existieren, da sind. Vor ein paar Jahren haben wir als Gruppe angefangen, ein Werkzeug zur Verfügung zu stellen, der Tor Browser. Das ist eine Variante von Firefox und der hat viele, viele Modifikationen da drin, um die Sicherheitsgarantien zu realisieren, die wir als wichtig verstehen. Es gibt über die Jahre einige wichtige Updates. Und eins davon ist, dass wir die Art und Weise, wie wir mit Tor verbinden, verbessert haben. Einige von euch kennen Tor-Browser und wissen, dass es diesen Modal-Dialog, der kommt, wenn man mit den startet. Bis zum Tor Browser 10 war das der Standardweg, wie wir uns mit Tor verbinden. Und das ist nicht mehr da. Wenn man irgendeinen anderen Browser hat und einen Browser Windows, dann startet man in den Browser und dann geht's los im Internet. Man bekommt nie so einen Verbindungsdialog. Das ist eine User Experience Methodik. Der komische ist, wir haben den nicht mehr. Es gibt einfache Wege, sich automatisch zu verbinden. Das heißt, man sieht diesen Startbildschirm gar nicht mehr. Insgesamt macht es die ganze Verbindungserfahrung viel, viel einfacher. Das ist sehr spannend. Sehr gut. Dann haben wir endlich Snowflake ausgerollt. Das ist eine Art und Weise, die wir Benutzern helfen, die keinen Zugang zum Tor-Netzwerk haben. Das ist quasi der nächste Schritt der Verteidigungsmechanismus gegen Zensoren. Wir haben da jetzt seit ein paar Jahren dran gearbeitet und wir haben es seit Monaten getestet in einer Alpha-Serie und jetzt haben wir es ja stabil definiert. Hier können wir sehen, wie die Benutzung von Realzeit sich verändert hat. Wir haben angefangen im Juli dieses Jahres angefangen und es wächst langsam. Es gibt mehr und mehr Snowflake-Benutzer und rechts sieht man diesen großen Einbruch, was so stark hoch geht und dann so kurz runter. Aber es ist eine Kurve und wir können sehen, wir können mit dem reden. Und wie ihr helfen könnt, ist, dass ihr Snowflakes laufen lässt. Wie funktioniert das? Ich werde das später erklären, aber das ist etwas, was ihr jetzt schon euch erinnern könnt. Also ihr könnt Benutzern, die Censorship erfahren, helfen können. Das sind die Highlights von diesem Jahr. In den nächsten Jahren versuchen wir, es noch einfacher zu machen, Benutzern zu helfen, die Zensorprobleme haben. Zum einen die Standard-Bridges zu verbessern, wenn wir neue Bridges beim Tor-Browser hinzufügen wollen, dann müssen wir neue Veröffentlichungen machen und das sollen wir schneller machen, dass wir den Tor-Browser behalten können und trotzdem up-to-date Bridges erhalten können, die wir auf Twitch senden können. Und dann arbeiten wir auch der generellen Idee, dass wir Benutzern helfen wollen, die Sensor zu umgehen. Wenn man sagt, hey, ich habe Probleme, dann merkt Tor-Browser automatisch, welche Brücken funktionieren in der gewissen Region, wo der Benutzer ist. Das ist der Standard, in dem wir sein wollen. Das ist, was wir erreichen wollen. Das ist interessante Arbeit. Und dann haben wir noch ein weiteres Projekt. Der Tor-Browser ist cool, weil er uns hilft, wenn wir eine Anwendung haben. Und für diese Anwendung haben wir Einstellungen.
für jede Anwendung Privatsphäreneigenschaften realisieren können. Aber insbesondere bei Mobilgeräten, wo wir viele Apps haben, ist sehr viel Aufwand, wenn es überhaupt funktioniert, alle einzustellen, alle Tor-Proxys benutzen sollen. Und was wir wirklich wollen, dass Benutzer wirklich wollen, zumindest bei Mobilgeräten, ist eine Art und Weise, wie aller sicherheitsrelevante Traffic von gewissen Applikationen durch Tor läuft. Wir wollen das nicht immer für jede Anwendung neu konfigurieren müssen. Das ist, was die Zukunft bringen soll. Quasi, das funktioniert wie ein VPN. Das ist ein, ich packe das hier in große Zeichen, in Anführungszeichen, weil es, wenn wir einen besseren Namen für haben wollen, für das endgültige Produkt, weil VPN etwas ganz anderes ist und Leute verstehen, was ein VPN ist, und wir haben ein neues Werkzeug, wollen eine Nische füllen, und zwar besser als reguläre VPNs. Das heißt, wir wollen einen neuen Namen dafür finden, aber das ist grundlegend die Funktionalität, die Tor realisieren möchte. Und die Bonuspunkte hier unten sind, wir wollen Sensorship-Umgehung für das ganze Gerät realisieren. Und ja, die Arbeit wird mit Guardian gemacht, realisiert. Und das ist spannend und wir hoffen, dass es bald auf Android verfügbar ist. Vielleicht auch am Ende von 2022, vielleicht sonst 2023. Unterschiedliche Tor-Gruppen, Gruppen innerhalb von Tor arbeiten daran mit, und dieser neue Rust-basierte Tor-Client soll dafür verwendet werden. Und wir hoffen, im nächsten Jahr voranzukommen. The application part right now, and talk a bit about what we could call network health. The one of the points which frequently comes up, which is so, jetzt sind wir mit Anwendungen durch. Lasst uns mit dem nächsten Bereich reden. Ein richtiges großes Problem ist, dass wir bösartige Wiederholstationen haben, Bad Relays. Und wir haben die ersten, viele in 21 gefunden und gesperrt. Und wir schreiben jetzt neue Scanner um negative und schauen mehr nach Bad Relays. Wir hoffen, dass wir das Tor-Netzwerk retten können, und im Gegensatz zu vergangenen Jahren haben wir aktuell ein sicheres Tor-Netzwerk als am Anfang des Jahres, als wir in den vergangenen Jahren hatten. Das ist ein spannender, guter Fortschritt, den wir hier erwähnen können. Aber das reicht nicht. Was wir wirklich machen wollen, um eine noch sichere Erfahrung zu ermöglichen, in diese ganzen Probleme mehr im Kern anzugreifen, ist unsere Relay-Community zusammenzuarbeiten. Denn einer der wichtigen Punkte hierbei ist, dass es eine gemischte Herangehensweise ist. Wir haben technische Werkzeuge, die wirklich funktionieren, und außerdem ist das ein sozialer Ansatz, der hier wichtig ist, weil wir können das Problem nur mit technischen Lösungen lösen. Und da müssen wir auch immer mit dran arbeiten. Jetzt schon. Und wir haben jetzt mit Experimenten angefangen. Wir haben vor 3 Wochen eine Gruppe von Relays entfernt, wo wir davon ausgegangen sind, dass sie negativ sind. Die waren einfach komisch konfiguriert. Und sie hatte eine Kontaktinformation, die gesetzt war, die sollte nicht spoofbar sein. Und sie haben alle diese technischen Sachen richtig gemacht, aber als sie gesehen haben und versucht haben, mit ihnen zu reden, war es ziemlich klar, dass sie sehr, sehr wahrscheinlich
negativ sind. Und das hat uns mal wieder gezeigt, wir haben hier auch eine soziale Komponente. Und das ist Ziel für das Netzwerksicherheit. Auch in der Community. Das ist wichtig für das Tor-Projekt im Jahr, im nächsten Jahr. Was bedeutet das im Endeffekt, wenn wir Vertrauen da rein aufbauen? Das Konzept, wir haben eine große Nummer von vertrauenswürdigen Relays und die sehen einfach mehr Traffic von als die nicht vertrauenswürdige Gruppe. Das hat Performance-Probleme und andere Probleme, die müssen wir uns näher anschauen und das werden wir uns dieses Jahr und aber auch mehr im nächsten Jahr genauer anschauen. Das führt zu meinem letzten Punkt und für meinen Teil ist die Tor-Performance zu realisieren. Das ist die zwei Graphen und wir sehen einen groß wachsenden Abstand. Das heißt, die Bandbreite, die wir im Netzwerk haben und die echte benutzte Bandbreite über die Jahre, beginnend mit 2011 und seitdem wachsend bis zu heute. Dieser ist irgendwie komisch, weil eine der Sachen, die wir normalerweise bekommen, ist, dass die wichtigste Frage ist, dass Tor langsam ist. Und was ist das Problem hier, wenn wir so viel mehr Bandbreite haben, die nicht benutzt wird, aber andererseits sagen die Benutzer, dass Tor langsam ist? Wir haben ein Projekt, das versucht, diese Probleme zu lösen. Wir glauben, dass ein großer Teil von dieser Gleichheit ist, wie wir den Congestion Control umgehen, also wie wir mit Staus umgehen in den Datenströmen. Und wir versuchen, das dieses Jahr zu implementieren. Das ist spannend und das wird auch im Laufe des nächsten Jahres veröffentlicht und implementiert. Das heißt, wir sehen diesen großen Abstand, dass dieser Abstand nicht mehr wächst. Und ein weiteres Ding, was wir vermissen, ist ein Feedback von Relay-Operatoren, die sagen, wo wir sehen können, ob das gut funktioniert oder wie sie Settings verbessern können und wie sie Konfigurationen ändern können. Das heißt, wir haben eine Reihe von Warnhinweisen für die Relay-Operatoren erstellt. Und wir vom Tor-Projekt können auch diese Warnungen sehen und dann können wir Relay-Operatoren ansprechen und ihnen helfen, herauszufinden, wie sie diese Probleme lösen können, um diese Überladung zu reduzieren. Und wir planen fürs nächste Jahr 2022, dass wir besseres Load Balancing realisieren. Dass wir herausfinden, welche Relays könnten bald überladen werden und dass wir dann Nachrichten von ihnen zu anderen Relays weitergeben, dass alle Relays besser funktionieren und die Benutzer eine bessere Erfahrung haben. Das ist alles, was ich zu sagen hatte von meiner Seite und danke fürs Zuhören und jetzt geht's weiter mit Gus. Thank you, Gior. So, hello, this is Gus from the Tor Project. And today I will talk a little bit about the community team and our work. Hallo, jetzt reden wir über das Community Team und unsere Arbeit, die wir haben. Vielen Dank. Hallo, ich bin Gus und ich werde über das Gemeinschafts- oder Community Team sprechen. Wir werden darüber sprechen, dass es ein neues Benutzerunterstützungsforum oder Supportforum gibt. Wir werden über verschiedene Sachen sprechen, unter anderem die Tor-Zensur in Russland. Also das Tor-Forum, das am Anfang des Jahres geschaffen wurde, wo wir halt einen Platz schaffen wollten, wo Leute Fragen stellen können, das halt keine Mailingliste ist. Weil wir wollten halt einen Platz schaffen, wo Benutzer Fragen stellen können und hilfreiche Antworten bekommen können.
Und das Problem ist natürlich auch, dass gewisse Ressourcen nicht zugänglich sind von verschiedenen Ländern. Also auch bestimmte E-Mail-Dienstleister können nicht angemeldet werden. Und daher wollten wir halt einen Kontaktpunkt schaffen. Und der erste Teil des Plans war es dann, das Forum zu schaffen, wo man dann Fragen stellen konnte. Und man kann auch eine App auf dem Telefon installieren, um darauf Zugriff zu haben. Das Forum wurde im Oktober diesen Jahres gestartet. Ein anderer Ansatz, den wir haben, ist das Gamification Project, also die Gamifizierung, um besser, wir wollen halt das Tor-Netzwerk wachsen lassen und das wollen wir auf spielerische Art und Weise machen. Und wir wollen besser verstehen, wie die Betreiber von Tor-Knoten denken, was sie brauchen, und wir stellen dann Fragen und wir kriegen dann halt Rückmeldung von ihnen. Im November haben wir eine weitere Kampagne gestartet, damit mehr Leute Brücken aufbauen und Brücken betreiben. Brücken sind wichtig, weil man dadurch Zensur in verschiedenen Ländern umgehen kann. Und dadurch kann man auch die Tor-Verschlüsselung oder die Tor-Verbindung verschleiern gegenüber Zensoren. Und die Kampagne ist jetzt bei über 900 aktiven Brücken und über 800 neue OBFS4-Brücken. Also wir haben wirklich eine Steigerung von 1200 bis 2000 Brücken erreicht mit der Kampagne. Und hier in diesem Diagramm kann man sehen, wie die Kampagne am Ende des Jahres die Anzahl der Brücken erhöht hat. Und diese Kampagne begann im November und im Dezember hatten wir dann viele Hilfsanfragen von Benutzern aus Russland. Und es ist nichts ungewöhnlich, dass wir halt Hilfsanfragen bekommen. Aber dieses Mal waren es sehr viele Anfragen über E-Mail aus Russland. Und es war sehr seltsam, weil wir nicht darüber wussten, dass irgendwas in Russland laufen sollte. Und dann haben wir unterprüft, ob es irgendwo Beeinflussungen des Netzwerks oder der Netzwerkverbindung gibt. Und wir haben dann festgestellt, dass in Russland nicht nur die Tor-Webseite, sondern das gesamte Tor-Netzwerk geblockt wird. Und wir haben dann untersucht, um herauszufinden, also untersucht, was los ist, um herauszufinden, was genau passiert. Und ein paar Tage später haben wir dann auch eine E-Mail bekommen von Roscommon Store, dass die Webseite von uns geblockt werden wird. Und ich werde jetzt nicht über die ganzen anwältlichen Sachen sprechen und auch die Gründe, warum sie sagen, dass sie uns blocken und was sie jetzt genau blocken. Russland hat die meisten Nutzer, also die zweitmeisten Nutzer von uns insgesamt. Und wir schauen uns dann die Messung an und wir sehen halt, dass die
Anzahl an Tornutzern in Russland weniger werden in dem Zeitraum. Und wir sehen ganz klar den Einfluss der Zensur in diesem Zeitraum. Und die Zusammenfassung hier ist, dass Russland dann den Zugang zum Tor-Netzwerk geblockt hat. Entschuldigung. Also, es gab neue Features ab dem 1. Dezember. Tor Direct Authorities, Tor Browser Bridges und auch Domain Fronting mit Meek Azure sowie Snowflake Unterstützung. Wir haben dann auch, also die einzige Art, wie man Bridges bekommen konnte, war über E-Mail, und wir haben jetzt einen Telegram-Bot gestartet, @getBridgesBot, und wenn man dort eine Brücke erfragt, bekommt man eine frische Brücke, und diese Bots funktionieren und die schauen, wir schauen regelmäßig, ob sie funktionieren. Die Tor-Community hat auch zurückgearbeitet. Wir haben über 400 neue Brücken, Bridges, aufgebaut. Bridges sind die Kontaktpunkte zwischen einem Tor-Benutzer und dem Tor-Netzwerk. Und Freiwillige haben die ganzen Seiten ins Russische übersetzt. Und da, dem ersten Blockierung haben wir angefangen, die Snowflake-Probleme zu realisieren. Und diese Reparatur war im Tor-Browser in der letzten Veröffentlichung. Das heißt, wenn wir hier den Graphen sehen, dann war Snowflake bei weniger als 2000 Benutzern, aber danach hat eine Weile gedauert, und dann ist es sehr schnell gestiegen, die Anzahl an Tor-Flake-Benutzern, hauptsächlich wegen Russland. Und wir sehen diesen Graphen hier, das ist den Einfall, den Einbruch hier, und das ist, weil der wir zu viele Benutzer hatten und eine Seite kaputt gegangen ist. Und wir haben mehr und mehr Benutzer bekommen. Und wir helfen da Leuten in Ländern, wo eine Censorship passiert. Und das ist sehr hilfreich. Ein neues Update von heute. Über Weihnachten haben wir wurden mehr Brücken blockiert im 23. und 24. Dezember. Wir reden mit den Bridge Operators und versuchen, dass sie kontaktieren sie und sagen, hey, könnt ihr eure Brücken, eure IP-Adressen rotieren und schauen, ob er weiterkommt. Und Snowflake funktioniert gut, und wir haben mehr als 1300 Hilfeanfragen in Russisch bekommen seit dem 1. Dezember. Nur ein Beispiel, wir haben 1400 Support-Tickets überhaupt zwischen Januar und November gehabt. Das heißt, in einem Monat hatten wir mehr russische Support-Tickets als in dem ganzen Jahr normalerweise. Also, wenn ihr könnt, startet Tor Bridges. Wenn ihr in der Lage das nicht tun könnt, könnt ihr der Tor Relay Association spenden. Wenn ihr nicht spenden könnt, könnt ihr Leuten über Tor Bridges beibringen. Oder ihr könnt versuchen, Tor in Russisch zu lokalisieren, und ihr könnt Druck aufbauen. Wenn die internationale Menschenrechts- oder Digitalrechtsorganisationen helfen, Druck aufzubauen, dass Russland dagegen das aufhört. Auch Edward Snowden ruft die russische Zensurbehörde auf, da zu helfen. Wir sind auf Tor Matrix und auf Matrix verfügbar und im IRC, und ihr könnt auch in der Mailingliste subscriben. Da könnt ihr auch, wir haben auch das Forum, und da könnt ihr auch dabei helfen, alles zu verbessern. Im nächsten Jahr wollen wir unsere
unsere Werkzeuge verbessern, die in Censorship-Regionen sind. Zum Beispiel mit den Chat-Kanälen in Telegram. Wir versuchen auch die Gamification zu verbessern oder einzustellen für Tor-Relays. Und wir versuchen mehr im globalen Süden beizubringen und wir versuchen die Relay-Operatoren-Meeting zu starten, wie wir das auch heute Abend haben, um 10 Uhr Nachmittag nach deutscher Zeit. Und den Link findet ihr auf Twitter und wenn ihr da sucht. Und wir haben nur ein paar der Inhalte geredet. Vor einem Monat haben wir einen großen Vortrag gehalten über Anti-Censorship-Funktionalitäten wie User-Erfahrung, System-Administrator-Team, Updates und das könnt ihr euch auf YouTube hier anschauen. Auch die Reimplementation in Rust und jetzt kommt es zu weiteren Fragen. Thank you so much, guys. Like, obviously, Tor is a really important project, and it's honestly great to see how dedicated you are. Und ich denke, das ist es von meiner Seite. Gibt es irgendwelche Fragen? Vielen Dank dafür. Also, das ist natürlich ein sehr wichtiges Projekt und es ist schön zu sehen, wie ihr im Endeffekt allen Menschen helft oder vielen Menschen helft. Und ich möchte zuerst selber eine Frage stellen. Wenn man Bridgen benutzt, um Zensur zu umgehen, und ein wichtiger Teil dabei sind diese Meek-Bridges, die bei den Cloud-Providern laufen. Funktioniert das nicht, wenn man mit der Zensur in Russland, oder wie ist da die Bedrohungssituation? Viele Firmen haben ihre Anforderungen geändert. Sie blockieren oder sie entfernen Organisationen, die Domain-Fronting unterstützen. Das heißt, der einzige Cloud-Provider, der Tor das noch erlaubt, waren Azure, Microsoft Azure. Und wir mussten die Bandbreite dort limitieren. Das heißt, wenn ihr Und eine Sache, die wir, das ist der erste Teil, also die Provider mögen das einfach nicht. Die wollen, dass wir einfach nur in geringen Mengen das tun. Das zweite ist, dass die Kosten bei Azure sind oder bei Amazon Networks sind einfach zu hoch, die ist einfach zu teuer. Und Snowflake ist der nächste Schritt hier, weil wir es benutzt auch Domain Fronting, um dich mit einem Proxy zu verbinden, mit einem Software-Proxy, und die Kosten sind im Vergleich sehr günstig. Das heißt, wir haben die Vorteile von Domain Fronting und wir haben ganz viele Proxys mit ganz viele Benutzer verbinden können und das kostet nicht so viel Geld für das Tor-Projekt. Das heißt, das ist die Art und Weise, wie wir weitergehen können. Dass wir nicht zurückschauen, sondern nach vorne schauen. Das hört sich cool an. Es scheint sehr wichtig gewesen zu sein und auch ein paar der Probleme, die ihr habt, zeigen auch die Probleme, die wir alle haben könnten. Ein paar konkrete Fragen von den Zuhörern. Die Anwendungen, die ihr macht, würden sie einen identifizierbarer machen? Das heißt, wenn man diese fünf Apps hat, die immer über denselben Tor-Node nach Hause anrufen, kann man damit jemanden nachverfolgen? Möchtest du darüber reden? Go ahead. Nee, mach du. Ja, das sollte nicht der Fall sein. Und abhängig davon, welche Apps
man hat, wie sie konfiguriert sind und hat man Zeitprobleme. Ja, wir kümmern uns drum. Wir haben davor Angst im Tor-Browser und wir versuchen sicherzustellen, dass das aufgebrochen wird und dass man möglichst wenig über die Patterns, die jeder realisiert, ist. Und Regierungen können Endpunkte über eine lange Zeit mitschreiben und analysieren, und grundlegend sollte man vor solchen Angriffen geschützt sein. Okay, das ergibt Sinn. Die nächste Frage ist, die Tor-Organisation ist in den USA registriert. Gibt es eventuell Bedrohungen von der US-Regierung oder habt ihr darüber nachgedacht, in ein anderes Land umzuziehen? Ja, aus meiner Sicht glaube ich, dass wir keinen Druck haben aktuell von der US-Regierung. Ich glaube, dass eine der wichtigen Sachen ist, dass das eine ist das Tor-Projekt, das andere ist das Tor-Netzwerk. Das Tor-Netzwerk sind ganz viele unterschiedliche Organisationen der ganzen Welt, die wir haben, dass halt dieser Regierungsdruck, der Druck von einer Regierung nicht aufgebaut werden kann. Und die Frage ist eher, wie finden wir Wege, wie Tor sustainable ist, dass wir mehr Quellen von Geld haben, dass wir nicht von einer Regierung bezahlt werden oder nur von einer Ressource, von einer Firma zum Beispiel abhängig sind. Langsam passiert das. Es gibt viele Sachen, ändern sich in der Art und Weise, wo unser Geld herkommt. Wenn man sich in der Geschichte von Tor anschaut, dann war das US-Regierung ein großer Geldgeber für das Tor-Projekt in unterschiedlichen Arten und Weisen. Und als Menschenrechtsprojekt und als Internetfreiheitsprojekt, und darüber wurde da Regierungsgelder unterstützt. Aber nicht nur von der US-Regierung, sondern auch von anderen Ländern. Und ich hätte mehr Angst darüber, dass die Autoritäten, wenn das Projekt nur aus einem Land heraus organisiert würde, und das haben wir nicht. Bis jetzt habe ich noch nie irgendwelchen Druck gehört von der US-Regierung gegen die Tor-Organisation. Ja. Okay, das ist gut zu hören. Und jetzt eine etwas nettere Frage. Haben Tor-Browser gute Chancen, weniger Captures in der Zukunft zu sehen? Ja, wir haben eine gewisse Hoffnung. Nicht nur Hoffnung, sondern wir arbeiten daran, wir versuchen es von unterschiedlichen Winkeln zu lösen. Das eine ist, dass wir mit großen Providern zusammenarbeiten und versuchen zu verstehen, warum sie Tor blockieren und warum sie Captures da einwenden, und mit ihnen zusammenarbeiten, eine neue Lösung zu finden, die nicht nur realisiert werden können, sondern von der ganzen Industrie, von allen angewendet werden können. Das ist also ein Wissensabstand. Was sie dann darauf, können wir schauen, wie wir dieses Problem lösen können. Und das ist nicht nur von einer Regeländerung, sondern wir versuchen auch technische Lösungen dafür zu finden. Also zum Beispiel gibt es die Idee, dass es Token gibt für Benutzer, die sie ausgeben können, also anonym benutzen können, dass Webseiten besser funktionieren. Und die Webseiten können diese Token sich
anschauen und damit ihren Traffic analysieren, dass die ganzen nervigen Bots weg sind und trotzdem guten Service für die Benutzer zur Verfügung stellen, diese Token haben. Das ist auch etwas, was wir nächstes Jahr lösen wollen. Da arbeiten wir auch schon seit Jahren dran. Wir sind eine kleine Organisation, darum müssen wir da Sachen priorisieren. Und ja, das ist auf unserem Radar und wir wollen das lösen. Okay, hört sich so an, als wenn da gute Pläne und Maßnahmen im Laufen sind. Ja, ja, es geht halt auch darum, dass der Tor-Browser benutzbarer wird, ja. Es versucht hier eine Lösung für Firewalls zu finden, die den Verkehr reduzieren, die ihn langsamer machen. Ich weiß nicht, Gus, kennst du Anfragen oder Beschwerden von Benutzern diesbezüglich? Für diese spezielle Frage. Also ist auch in Ordnung, wenn ihr sagt, dass das jetzt kein Problem ist, wo ihr viele Beschwerden bekommen habt. Also nein, wir haben nicht wirklich viel darüber gehört. Also das Capture, die Capture-Probleme sind häufig und sehr beliebt als Beschwerdemaß, als Beschwerde. Aber ja, es ist nicht in unseren Top 10 an Beschwerden. Und ich denke, es ist auch für euch schwierig herauszufinden, okay, welche Anfragen, welche Wünsche sollten priorisiert werden von euren Nutzern. Okay, cool. Wir haben leider keine Zeit für weitere Fragen, aber es wird einen Breakout-Raum geben, wo ihr weitere Fragen stellen könnt. Und wir haben jetzt auf diesem Kanal eine Pause. Und der nächste Vortrag geht es dann um Cookie Banner. Und vielen Dank.